Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Ein weiterer Tag, einfach nur meine Ziele verfolgen. Und mein größtes Ziel ist aktuell einfach komplett innerer Frieden. Ich habe fast tagtäglich meinen gleichen Ablauf. Ich bin einfach nur noch mit mir selbst beschäftigt und mir ist komplett egal, was andere Menschen von mir denken. Ich habe keine Kennenlernphase oder sonst was. Heißt jetzt nicht, dass ich das nicht gerne hätte, aber allgemein der Fokus ist halt komplett auf mich selbst gerichtet und ich ziehe mein Ding durch. Diese Jahre, die wir jetzt haben, müssen wir komplett dafür nutzen, um uns selbst weiterzuentwickeln. Und wir sollten unsere Zeit einfach nutzen, so gut es geht, sie nicht verschwenden. Natürlich, heutzutage ist es sehr schwer und ich merke auch echt, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne komplett im Arsch ist. Durch diese ganzen Videos auf Social Media wird es auch nur noch schlimmer und ich sag's euch so, wie es ist, als Creator macht es wenig Spaß. Du lädst ein Video hoch und du weißt, dass gefühlt 75% eh weiterklicken werden, weil dann nichts Krasses am Anfang passiert, was den Zuschauer direkt catcht oder kein Splitscreen da ist, wo auf der anderen Hälfte Subway Surfer gezockt wird. Deswegen so dieses reale Dopamin-Level ist einfach komplett zerstört. Und dagegen müssen wir ankämpfen. Das möchte ich in meinen Videos euch auch bestmöglich rüberbringen, euch Tipps geben, damit ihr das in euer Leben einfach integriert. Wie ihr in den Tag startet, wie ihr euren Tag beendet, das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr da gewisse Abläufe habt. Heutiges Video, ganz simpel. Ich werde gleich noch ins Gym gehen. Und heute steht nämlich ein besonderer Versuch an, der letzte schwere Versuch, bevor ich dann meinen PR angehe. Ich habe letztens in meiner Story gefragt, ob ihr auch mal Bock auf ein Rezept habt. Deshalb werde ich auch noch ein kleines Rezept mit einbauen in dieses Video. Lasst gerne jetzt schon ein Like da, Freunde, und viel Spaß mit dem Video. Eine meiner Lieblingsmahlzeiten machen, zusammen mit meiner anderen. Sie ist hinter der Kamera und wird das Ganze so ein bisschen dirigieren. Auf jeden Fall zeige ich euch erstmal die Zutaten. Wir haben dreimal Zucchini, vier Eier, ein bisschen Paprika. Zucker brauchen wir nicht. Ein bisschen. Das ist Salz, das brauchen wir. Achso, Salz brauchen wir. Dillspitzen, bisschen Mehl und 15 Knoblauch. Zerraspeln die jetzt erstmal. Warte, ich mache jetzt so einen Special Move und dann sind alle klein. So, jetzt ist alles zerraspelt. Und jetzt kommen die Eier dazu, oder? Ich spiele immer mit den Eiern so ein Spiel, wer das stärkste Ei ist. Deswegen haue ich die immer so gegeneinander und wer der stärkste ist, gewinnt. Der ist der stärkste. So. Danach mit einem Löffel schön alles einmal durchmengen. Das Ding ist bei denen, also die macht man halt in der Pfanne und am Ende kommen so, keine Ahnung, 30, 40 Stück raus. Davon esse ich meistens so 30 Stück oder so. Also ich esse wirklich sehr viel davon, weil das ist halt so ein Snack so. Kann man halt easy wegsnacken. Auf. Okay. Mhm. Bisschen schärferes Paprikagewürz. Hier in der Knoblauchpresse. Da kommen jetzt die Knoblauchzehen rein. Das Ganze zerpresst. Zack. Wir haben hier einmal Dill. Von der Menge her könnt ihr frei entscheiden, je nach Belieben. Zusammen mit Persilie. Wenn ihr es mögt, macht mehr. Wenn ihr es nicht so mögt, macht weniger. Eine Menge Salz. Kleines bisschen noch. Ist jetzt ein bisschen blöd wegen den Mengenangaben, also wegen den exakten Mengenangaben. Aber meine Mutter macht das selbst immer nach Augenmaß. Deswegen konnte ich da jetzt nicht, obwohl hätte ich doch, ich hätte es einfach abwiegen können, aber sorry. Nachdem ihr das alles schön durchmengt habt, wartet ihr nochmal so 5 Minuten, bis das ein bisschen von selbst wässert. Nach den 5 Minuten kommt dann Mehl ins Spiel. Ich habe hier Weizenmehl, ihr könnt auch Dinkelmehl oder sonst was benutzen. Ja, sagen wir 200 Gramm, Pi mal Daumen. Das hat jetzt schon hier ein bisschen gewässert, deswegen auf damit. Je nachdem, wie viel Zucchini ihr benutzt, ändern sich auch die Mengenangaben. So ist jetzt die Konsistenz. Wir haben hier jetzt ein bisschen von dem Ölspray raufgesprüht. Ein bisschen viel auf jeden Fall. Wir warten jetzt, bis das erhitzt auf der höchsten Stufe. Und dann hauen wir die Dinger da auch schon rauf. Innerhalb von 1-2 Minuten müsst ihr halt auch selber schauen. Einfach flippen und schauen, wie es aussieht, wenn es goldbraun ist. Direkt umdrehen. Ein Löffel, der noch, okay. So, jetzt nach ca. einer Minute, ihr seht schon, fangen an gut zu brutzeln. Wir haben jetzt umgedreht und ganz wichtig, bereitet euch einen Teller vor mit einem Stück Küchenrolle, damit das Fett noch mal ein bisschen abgesogen wird. So, das ist der letzte. Das Ganze musst du übrigens in noch ein bisschen mehr Sonnenblumenöl baden, weil sonst das Innere nicht optimal gewesen wäre.
Das sind auf jeden Fall auch mehr als 30 geworden. So ganz zufrieden bin ich jetzt damit irgendwie nicht, weil es doch nicht so fitnessgerecht ist, wie ich dachte. Aber da kommt jetzt noch eine Joghurtsoße dazu. Die wertet das Ganze auch noch mal ein bisschen auf. Also dann habt ihr noch mal ein paar mehr Proteine mit dabei. Könnt ihr auch mit Skier machen übrigens. Und ja, so als Snack ist es eigentlich ganz nice. So sieht das jetzt fertig aus. Wie gesagt, noch mit ein bisschen Joghurt als Dip. Insgesamt sind das 38 Stück geworden. Man kann das Ganze auch im Ofen machen. Ist dann noch mal ein bisschen fitnessgerechter, weil das mit dem ganzen Öl jetzt noch oben drauf dann doch nicht so ganz clean war. Und im Ofen, wie gesagt, die ganze Masse einfach auf dem Blech. Bei 250 Grad ungefähr eine halbe Stunde. Wie gesagt, ist dann noch mal ein bisschen cleaner und schmeckt auch sehr gut. Kilo ohne ein fucking Spotter, Alter. Mit 84 Kilo Körpergewicht. Ganze harte Arbeit zahlt sich aus, Freunde. Solange ihr konstant durchzieht. Es ist alles immer nur eine Frage der Zeit und eine Frage dessen, wie sehr ihr eure Ziele ernst nehmt. Und ich glaube an mich selbst, dass ich nächste Woche die 195 Kilo auch packen werde. Alhamdulillah für diese Kraft. Denn die Kraft kommt von oben, Freunde. So ein schönes Gefühl, unglaublich. Ihr müsst lernen, auch für euch selbst zu applaudieren. Es wird so oft Phasen geben, wo ihr durchzieht und es vielleicht niemandem auffallen wird. Niemand euch dafür gratuliert, dass ihr aktuell so krass durchzieht. Und genau dann müsst ihr euch selbst auf die Schulter klopfen, um weiterhin dran zu bleiben. Ihr müsst selber euer größter Supporter sein, Freunde. Vor allem in Zeiten, wo es ein bisschen schwieriger wird. Seid stolz auf das, was ihr geschaffen habt, aber gebt euch nicht zufrieden. Ein weiteres Training wäre somit absolviert. Ich gönne mir aktuell auch ein paar Kalorien mehr, einfach damit, ja, die Energie auch stimmt, weil ich merke, dass ich regenerationstechnisch auf jeden Fall echt am Limit bin aktuell. Deswegen fahre ich auch alle möglichen Therapien. Also ihr habt gesehen, dass mit dieser Akupressurmatte, dann noch mit dem Eisbad, Sauna, das sind alles Faktoren, die helfen nun mal. Und ja, ich bin guter Dinge. Das ist bei mir echt so ein Ding. Also ich muss irgendwie nach jedem Training posen. Das ist natürlich auch irgendwo ein Syndrom. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie daran aufgeile oder so. Aber es ist einfach... Wenn ich in den Spiegel sehe, dann sehe ich halt immer noch den alten Urkan, sage ich mal. Und wenn man jedes Mal diesen kleinen Fortschritt sieht, diese 1% obendrauf, das ist für mich so, wenn ich jetzt hier stehe und flexe und das betrachte, meine harte Arbeit, dann ist es für mich so irgendwie so dieses Delayed Gratification Ding, weil ich stecke seit Jahren diese Arbeit rein und für mich ist im Posing einfach diese kleinen Details zu sehen, dass ich irgendwo Gains gemacht habe oder so, das pusht mich halt enorm weiter dran zu bleiben. Und das ist genau dieses, was ich vorhin auch meinte, das mit dem sich selbst applaudieren. Das hat nichts mit arrogant oder selbstverliebt sein zu tun, Freunde, sondern es ist einfach dieses selbstbewusste Auftreten, sag ich mal. Klar, im Gym werden jetzt bestimmt viele denken, wenn ich ständig Bilder mache oder sonst was oder auch auf Instagram Pumpbilder von mir poste nach dem Training. Ey, ich mache das nicht, um irgendwie zu zeigen, guck mal, wie gut mein Körper aussieht oder sonst was, sondern es ist für mich einfach so, dass ich damit zeigen will, was möglich ist, was man aus seinem Körper ausholen kann. Und ja, letztendlich werden eh immer Leute reden, deswegen macht einfach euer eigenes Ding.